Schuhe aus bayerischem Leder. Sie sind der Mittelpunkt im Leben der Familie Hackner. Denn sie betreibt im mittelfränkischen Hilpoltstein eine der letzten Schuhmanufakturen in Deutschland. Füße sind das Fundament des Menschen. Schuhe sollten vor allen Dingen Wohlbefinden bereiten. Schuhe machen ist für mich Berufung. Der Betrieb liegt nahe am Ortskern. Klein, aber fein. Die Schuhe, die unter dem Firmennamen Vitalo Flex verkauft werden, sind handgefertigt und werden nach orthopädischen Kriterien hergestellt. Auch Golfer und Rennfahrer gehören zu den Kunden. Das richtige Leder ist natürlich das A und O der Schuhe. Glücklicherweise hat Friedrich Hackner nicht lange suchen müssen, bis er fündig wurde. Das Leder bezieht er von der schwäbischen Firma Ecopel. Die Kuhhäute kommen von einem Schlachthof in Erlangen. Gegerbt wird in Oberfranken, gefärbt im Allgäu. Qualität made in Bayern also. Man merkt es allein, wenn man in das Leder reingreift und mal wirklich schaut, wie schön zügig das ist. Das Leder ist nicht komplett ausgereckt, sodass es mehr oder weniger steif ist, sondern es ist noch ganz, ganz weich. Also perfekt zum Verarbeiten einerseits, aber auch perfekt zum Tragen auf der anderen Seite, weil es einfach nachgiebig ist, weil es sich dem Fuß anpasst und eben dadurch ein ganz einzigartiges Trageerlebnis einfach bietet. Eine weitere Besonderheit, das Leder ist schadstoffarm gegerbt worden. Und zwar hier in der Gerberei Südleder im oberfränkischen Rehau. Das Leder, das die Hackners beziehen, wird nur mit pflanzlichen Gerbstoffen behandelt, nicht wie konventionell üblich mit Chrom. Die Gerbung ist also nicht nur besonders umweltverträglich, sie verhindert auch allergische Reaktionen beim späteren Schuhträger. Michael Hackner, der Designer der Familie, wird durch das bayerische Leder immer wieder inspiriert. Also dadurch, dass es eben so eine einzigartige Weichheit hat und so ein schön anschmiegsam ist, kann man natürlich ganz tolle Sachen draus machen. Also ich meine, wie jetzt Beispiel ist dieser Schuh hier, da wurde das Ganze unterlegt und dann gesteppt und dadurch gibt es so einen Wulst hier und so eine Dreidimensionalität. Das kann man mit einem steifen Leder einfach nicht erreichen. Dazu braucht man ein zügiges Leder, wie jetzt eben dieses bei uns, das aus Bayern geliefert wird. Michael Hackners Großvater hat vor 60 Jahren die Schuhmanufaktur gegründet. Und die Schuhmacherfamilie hat es trotz der immer größer werdenden Billigkonkurrenz geschafft, auf dem Schuhmarkt zu überleben. Es gibt noch Kunden, die einen Schuh zu schätzen wissen, der Jahrzehnte hält. Diese Robustheit ist vor allem der Handarbeit zu verdanken. Durch die Hände von 10 Mitarbeitern wandern die Teile eines Schuhs. Nach dem Steppen des Oberleders und des Futters werden die Einzelteile auf einem formgebenden Leisten zusammengebaut. Hier wird gerade die Brandsohle, also die Innensohle, in Form verklopft. Sie besteht aus festem Leder, das dem ständigen Druck der Füße standhalten muss. Nun noch das Einstellen in die Laufsohle und dann folgt der wichtigste Schritt, das Vernähen. In der Industrie übernehmen das Maschinen. Hier ist Oliver Seitz für die perfekte Naht verantwortlich. Die Handnaht ist, denke ich, die bessere. Ja, doch, auf jeden Fall. Die Maschine kann so einen dicken Faden schon mal gar nicht nehmen, wie jetzt wir nehmen da. Also da gibt es ganz wenig Maschinen, wo schon mal die Stärke haben. Und ich habe genau das Gefühl vom Zug her, wie arg der Faden gespannt sein muss, dass das Leder anliegt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das macht die Maschine nicht. Jetzt muss der Schuh aber doch noch durch eine Maschine. Durch Hitze und Wasserdampf schmiegt sich das Leder an den Leisten. Dieser Schuh kostet übrigens 250 Euro das Paar und ist damit einer der günstigsten. Beim Preis macht sich die Handarbeit bemerkbar und die Qualität des bayerischen Leders. Wenn Sie drüber fühlen, dann merken Sie auch genau das Narbenbild, wie sich das schön an den Leisten angeformt hat und wie der perfekt sitzt. Perfekt sitzt. Da freuen wir uns immer jedes Mal, wenn der Schuh rauskommt und es ist wieder ein neues Kind da. Es fehlt noch das Herz des Schuhs, die Einlage. Gerade wird sie von Stefan Hackner zurechtgeschliffen. Die natürliche Fußklimaanlage zum Herausnehmen wurde im eigenen Betrieb entwickelt. Der hochwertige Korkschrot, aus dem die Einlage besteht, wird aus der Rinde portugiesischer Eichen gewonnen. Fertig ist das Paar Schuhe. Verkauft wird die Ware zwar nur über die Manufaktur, dafür sind die Kunden der Hackners aber auf der ganzen Welt verteilt.
Doch obwohl die Familie mit ihren Schuhen Erfolg hat, findet Friedrich Hackner, dass sein Handwerk mehr geschätzt werden könnte. Ja, ich wünsche mir eigentlich mehr Schuhbewusstsein, das gleichzeitig auch Fußbewusstsein darstellt, weil eben die Menschen dann besser durchs Leben gehen. Und damit unser Wissen nicht untergeht, damit es immer wieder abgefragt wird. Ideen für neue Schuhmodelle aus bayerischem Leder haben die Hackners noch viele. Das ist einfach ihre Leidenschaft.